herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge mit Cattle and Crops und heute machen wir das Feld hier fertig. 36 Minuten sind wir schon dabei, also eine ganze Ecke. Zwei Folgen schon. Aber es hat ja auch keiner gesagt, dass Dreschen schnell geht. Mit nebenbei ja noch abfahren, was wir so ein bisschen organisieren müssen. Nicht selber machen, da ist der springende Punkt, aber wir müssen es organisieren. Und ich habe vergessen, die Grafikeinstellung zu ändern, bevor ich jetzt wieder anfange hier. Und da die Vegetationsrenderdistanz und das hier wieder nach unten stellen. Dass wir, wie gesagt, über 30 FPS kommen. Wenn nicht, muss ich die Schatten halten runter. Die Schatten funktionieren immer. Also das kann ich euch in jedem Spiel, in dem ihr Grafikprobleme habt, versucht es immer mit den Schatten zuerst. Aber ich möchte ja eigentlich das Spiel so zeigen, wie es machbar ist momentan. Und jetzt sind wir bei 30 FPS. Jetzt läuft das Ganze. Ich werde das nochmal anders einstellen, beziehungsweise mal fragen, was die idealen Grafikeinstellungen sind. Ich bin ja jetzt da so ein bisschen, an der Quelle, also ich kann jetzt die richtigen Leute fragen, wenn ich irgendwas brauche. Und dahingehend werde ich die mal fragen, weil am Rechner wird es definitiv nicht liegen. Eine 1080 Ti und ein i7 8086, wenn da irgendwas überfordert ist, werde ich dann sollte ich vielleicht an Nvidia zweifeln, beziehungsweise sollte ich mal Intel anrufen und fragen, was die sich rausnehmen. Ich glaube, die werden dann nicht das Telefon abnehmen und mir nicht sagen oder mir nicht mitteilen, warum das so ist oder warum etwas so ist. Die werden eher sagen, du kleiner Mann, zieh deine Stiefel an und verpiss dich. Habe ich das jetzt gesagt? Ja, habe ich. Aber ich denke aber, das Feld kriegen wir heute fertig. Die Sichtweite würde ich einfach nur, dieses Baumspawn, das nervt mich, ne? Das ist... Man darf nicht nur immer positiv über Spiele reden, man muss auch mal die Sachen, die einen nerven. Und dieses Baumgespawne, das nervt mich. Aber es ist kein fertiges Spiel, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Oder muss ich mir im Hinterkopf behalten. Wir sind hier nicht beim Landwirtschaftssimulator, was ja ein fertiges Spiel darstellen soll. Ist ja hier nicht der Fall. Was ich mich noch interessieren würde, ist bei Cattle and Crops, ob dort wirklich eine richtige Kooperation mit Klaas besteht. Weil die Klaas-Maschine ist ja schon auffällig. Ne? Klaas hat hier seinen Weg reingefunden, in den Landwirtschaftssimulator 19 noch nicht, aber es gibt ja ein offizielles Statement von Klaas, dass man sich mit Giants am Unterhalten ist. Und mich würde mal interessieren, ob Cattle and Crops wirklich, obwohl das so in so einer sehr frühen Phase ist, mit Klaas eine Kooperation hat. Wie gesagt, wir haben jetzt ein Arion, wir haben ein Axion, wir haben den Tucano. Dann haben wir von Klaas jetzt noch nicht... Ne, das sind alle Maschinen, die wir bis jetzt von Klaas haben, aber es kommen ja im späteren Spielverlauf noch welche dazu. Aber das ist dann missionsabhängig. Ich will ja hier nicht vorweggreifen. Ne? Wir versuchen ja die Mission jetzt erstmal aufzuarbeiten oder aufzuspielen, dass wir die Mission alle haben, dann werden wir anfangen normal zu spielen und dann werden wir nach und nach die Missionen, die dann mit den nächsten Updates dazukommen, auch alle runterspielen. Beziehungsweise werden dann auch zufällige Missionen so gelegentlich mal haben. Wie gesagt, ist halt auffällig, die Klaas-Maschinen, das ist schon sehr auffällig, wie viele das sind. Und da würde mich einfach mal interessieren, so mal als Nachfrage, ob da wirklich eine Kooperation besteht. Fahren. Also das Licht wirkt gut, ne? Aus dem Karren raus. Wäre natürlich schön, wenn wenn das Kabinenlicht auch wirklich die Kabine erhellen würde, aber das kommt bestimmt noch. Bin ich mir fast sicher. Dann werden wir einmal abtanken. Nimm schon wieder voll. Müssen wir kurz mal in den Trecker springen und dann mal reingucken, ob wir den auch schon wieder abfahren lassen können. Aber theoretisch, ja, den können wir schon wieder fahren lassen. So, wir können mal hier, jetzt ist natürlich die Frage, könnten wir den auch automatisch, nee, das wollen wir jetzt nicht, weil können wir den eigentlich auch automatisch, das wird wahrscheinlich nicht gehen, dass wir hätten sagen können, ja okay, fahr mal automatisch ins Silo und lad da mal ab.
Der Drescher ist noch nicht leer, ne? Jetzt fahren wir... Da hinten ist der gelbe Weg. Er erkennt, dass hier ein Weg sein soll, aber der ist halt einfach nicht grafisch dargestellt. Aber er erkennt es zumindest. Und dann können wir wieder in den Drescher springen, in der Zeit, in der der hier wegfährt. Und können mit dem weiter arbeiten. Ich glaube nicht, dass das jetzt reicht, der Korntank, um hier komplett alles abzufahren. Ich glaube, wir müssen den Abfahrer mindestens noch einmal herholen. Aber dann sollte das Thema gegessen sein. Und dann muss ich mir noch ein schönes Thumbnail für diese Folge überlegen. Mal gucken, ob mir irgendwas entgegenspringt, was ich gerne als Thumbnail benutzen würde. Weil den Drescher hatten wir jetzt schon. Beim Abtanken haben wir ihn auch schon gehabt. Leider sind diese ganzen Bildschirme da immer drauf. Ich kann die auch nicht ausmachen. Beziehungsweise ich weiß nicht wo. Vielleicht weiß das einer von euch. Einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ich die Bildschirme am Rand alle wegmachen kann, dass ich schöne Fotos machen könnte. Es gibt bestimmt so einen Screenshot-Modus oder so. Würde mich wundern, wenn nicht. Jetzt ist mir gerade wieder eine Pfütze in die Augen gesprungen. Jetzt sind wir schon wieder halb voll. Wir müssen mal gucken, wo unser Helferlein ist. Ist kurz vom Hof. Das mit dem Autopiloten ist natürlich auch sowas, wo man überlegen könnte, ob man diesen Autopiloten zwar drin hat, aber dass man sich da wirklich Mitarbeiter auch für einstellen muss, die diese Autopiloten fahren können. Weil es gibt ja ein Mitarbeitermenü und wenn man den Autopilot jetzt ohne Mitarbeiter... Aber ich glaube, das war die Funktion, die wir in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge angestellt hatten oder ausgestellt hatten. Wo dann stand, dass ohne Fahrer der Autopilot nicht fahren kann. Ich glaube, dass dadurch haben wir das so ein bisschen ausgetrickst. Ups, jetzt war ich wieder zu schnell. Aber macht nichts, dann können wir mal eben schnell in den Axion hüpfen und dort mal eben ein Silo abtanken. Wir wissen ja jetzt, wo das Silo ist. Wie spät haben wir es denn im Spiel? Sehe ich gerade gar nicht. So, da rein fahren wir. Und wir wollen hier entladen. Geht die Klappe hinten auf? Tatsächlich. Also, hatte nichts mit mir zu tun. Was ist das hier für ein Toggle Support Food? Da können wir bestimmt dann den Kornschieber anmachen oder so. Weiß es nicht. Aber jetzt wollen wir unseren Axion wieder zurückholen, weil wir müssen ja unseren Drescher abtanken. Der gleich wieder voll ist. Das heißt, wir gehen einmal auf die Map, setzen dort wieder einen schönen Wegpunkt hin, dort oben. Und dann schicken wir den auf die Reise. Nein, das wollen wir gar nicht. Hallo, hallo. Jetzt fährt er. Das ist knapp, aber ich glaube, das komplette restliche Feld könnte in den Korntank reinpassen. Dann können wir das Ding zusammen... Ich weiß gar nicht, dürfen wir den Drescher behalten nach der Mission? Ich meine, ist ein bisschen einfacher, an die Maschinen hier ranzukommen, aber das ist ja auch noch Early Asset. wenn man die ganzen Maschinen nach der Mission einfach geschenkt bekommt. Aber wir wollen ja alles zeigen und alles sehen. Bist du, schalte den Mario ab, bist du bescheuert? Da steht noch Korn. Hier wird kein Korn verschwendet.
Alles im Bunker, was da ist. Da sagt er, ich soll ausschalten und abbauen. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, es brennt. Gib es nicht. Mein Korn. Ich und mein Korn. Also jetzt nicht der Schnaps, ne? Also wir müssen auf den Abfahrer warten. Gleich. Aber das Schöne an dem Abfahrer ist ja... Kommt er denn? Da hinten kommt er. Wenn man da mal... Da kommt er, dann fahren wir da mal eben schnell hin. Ich weiß, dass ich zu schnell fahre. Aber ich will ja auch abtanken. So, dann holen wir den Rest dann noch runter, dann bauen wir das Ding ab. Und dann sind wir in 3 Folgen mit dem Dreckchen komplett fertig geworden. Mit neu aufbauen, muss man dazu sagen, weil wir in der ersten von diesen 3 Folgen, in denen wir jetzt gedroschen haben, oder mussten wir einmal neu aufbauen, wegen dem Bug, von dem ich euch erzählt habe. Die Schattenspiele sind schon geil, oder? Ist die Sonne hier eigentlich auch dynamisch? Bewegt die sich über den Horizont? Also die Wolken bewegen sich, aber die... Könnte ich jetzt so auf den ersten Blick nicht sagen. Ah, okay, ja, okay. Die hüpft. Also dynamisch bewegen nicht, aber sie hüpft zumindest. Also der Schatten, der ändert seine Richtung wohl anscheinend. So, dann gehen wir den Rest hier runterholen. Dann klappen wir das Ding zusammen. Aber das sind bestimmt noch 2000, 3000 Liter, die da stehen. Verschwendet wird hier nichts. Ja, okay, 2000 werden es nicht mehr sein. Jetzt haben wir schon 300 wieder drin. 500, 600, 700. Ah, gute 1000 nochmal. Aber was wir haben, haben wir. Kleinvieh macht auch Mist. Fahren wir die Schweine. So, machen wir das Ding aus. Auf V. So, dann schicken wir den Axion gerade wieder zurück. Aber was natürlich auch schön ist, ist, dass die Entladung hier halt auch so von der Zeit her länger dauert als im Landwirtschaftssimulator, weil das auch so ein bisschen Sinn ergibt. Wegpunkt da unten auf dem Hof. Und dann schicken wir dich mit deinem Josken gerade wieder zurück auf den Hof. Wo ist eigentlich die Uhrzeit hier? 18.27 Uhr, deswegen wird das nämlich auch so ein bisschen dunkler gerade. So, jetzt müssen wir das Ding hier zusammen. Schalte den Arbeitsmodus aus, machen wir. Das Schneidwerk ist zu groß für die Straße, du musst es wieder mit dem Anhänger transportieren. Ja, das machen wir sehr gerne, weil es auch funktioniert und da auch wieder ein... Liebe Grüße dahin, wo es nicht so richtig funktioniert. Immer noch nicht. Also ich weiß nicht, im LS19 habe ich den Schneidwerkswagen noch nicht benutzt. Deswegen kann ich das nicht sagen. Aber hier wird das Ding, also ich habe das jetzt mal ausprobiert. Man kann das wirklich hier so, ja, man legt es jetzt hier so einfach mal so hier, boah, komm, es ist jetzt schief und dann kuppel ich das ab. Okay, so geht es jetzt nicht. Aber so, ne, habt ihr gesehen. Also das war schief und alles. Hänge den Anhänger an. Mit dem Traktor. Da ist ein Traktorsymbol vorne dran. Wir haben aber nur einen Mähdrescher, mit dem wir das anhängen. Haben wir gemacht. Und fahre zum Fahrzeughändler. Dürfen wir den Drescher nicht behalten. Ich will den Tucano behalten. Tucano!
Boah, ist ziemlich dunkel hier. Ah, leider, leider. Leider kann ich hier nicht viel rumstellen. Also das Kabinenlicht funktioniert halt nicht. Aber da, vielleicht ist es auch irgendwas, was hier eine Einstellungssache oder so. Man weiß es nicht. Muss mal dran denken, dass das Ding Hinterrad gelenkt ist. Müssen wir das Ding wieder abgeben wahrscheinlich. Schade, schade, ich hätte den Ducato gerne behalten. Aber noch wissen wir nicht. Vielleicht dürfen wir ihn doch behalten. Ist ein schöner Mähdrescher. Ist zwar jetzt nicht, ist kein Nexion, ne? muss man sagen, aber es ist ein schöner Mähdrescher. Sieht gut aus. Und ich bin ja ein 87er-Fan. Was aber einfach mit der Masse von diesem Gerät zu tun hat, also von dem Nexion 87. Oben auch mit dem Lüfter drauf und so. Finde ich geil. Großes Männerspielzeug. Wir können aber mal ein bisschen Licht machen, ne? Damit man hier so ein bisschen was sieht. Vorne raus. Wir können das ja auch heller machen, glaube ich, ne? Irgendwie. Ja, das war die Rundumfunzel. Ja, die können wir auch anmachen, die Rundumfunzel, ne? Wir sind ja hier... Ja, hier unterwegs. Mit überbreitem Gerät und dem Hänger hinten dran. Da können wir ruhig ein bisschen Rundumfunzel anmachen. Wir sehen, die Rundumfunzel ist vorne auch zu sehen. Wir machen das Licht nochmal wieder aus. Okay, so nicht. Okay, im Licht sieht man es, wenn kein Licht an ist, dann sieht man es eher weniger. So, und da vorne ist dann der Händler, da müssen wir noch... Schade, dass der Blinker auf den Seiten nicht funktioniert, aber hier... habe ich vorhin schon gesagt, dass, oder in der letzten Folge, dass es gar nicht so schlecht ist. Hier das Arbeitslicht noch irgendwie an. Ah ja, klar, da. Ui, das ist aber ein helles Arbeitslicht. So, Glückwunsch, Mission abgeschlossen, Fortschritt 100%. 53 Minuten hat uns das Ganze gekostet. Wahnsinn. Jetzt gucken wir mal, ob wir unseren anderen Trecker da noch haben. Ne, der ist jetzt auch weg. Der Trecker ist weg. Okay, also dürfen wir die beiden Maschinen nicht behalten. Aber... Wir stehen jetzt hier auf unserem Hof und sind dann, ich glaube, das erste Mal seit Wochen, dass wir nicht in einer Mission in die neue Folge starten müssen. Oben sehen wir, es blinkt auch schon lustig. Da haben wir wieder ganz, ganz viele Missionen. Fahre das Heu ein, das war die Mühe wert. Maisernte, Futter für unsere Tiere und Ballenhandling. Ballenhandling. Was kriegen wir? Was? Flat und Zisbusse. Was müssen wir denn da machen? Ballenpressen, Ballenhandling und Verkauf. Uiuiui. So weit sind wir noch gar nicht. Wir würden in der nächsten Folge, glaube ich, eher hier auf die Maisernte mal gehen. Da haben wir sogar drei Abfahrer für. Boah, das wird lustig. 45 bis 75 Minuten, also vier Folgen werden wir wohl mit dem Jaguar verbringen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns aber in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da oder einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Und dann schreibt aber auch mal in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat. Ob es an meiner nervigen Stimme liegt. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und von mir wie immer gepflegt ist reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.